Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Wir geben uns endlich zusammen Folge 5 von Seven vs. Wild, Freunde. Ich bin mit einiger Verspätung diesmal leider am Start. Tut mir leid, vielleicht haben einige von euch den Community-Post auf YouTube hier gesehen. Ich bin noch ein bisschen krank. Ich rede noch so ein bisschen nasal, habe ich das Gefühl. Ansonsten bin ich aber wieder relativ fit und so oder so kann ich jetzt auch gar nicht mehr länger warten. Ich möchte mit euch unfassbar gerne endlich hier rein. Folge 5, Seven vs. Wild, Freunde. Sorry für die dicke Verspätung, jetzt 2 Tage später als sonst, aber ja, wir sind jetzt da, ich freue mich drauf, ich möchte gar nicht viel labern, danke, dass ihr alle am Start seid, ich freue mich drauf, Folge 5, let's go. Die heutige Folge wird unterstützt von Rhino Shield und passend dazu gibt es eine Black Friday Aktion vom 17. bis zum 29.11., weil ihr ja ordentlich was sparen könnt. Es gibt jetzt auch ganz neu einen Rhino Shield MagSafe Case mit einem extra starken Magneten, der sogar an einem Kühlschrank oder an einer Machete haften würde. Es gibt ansonsten auch das Clear Case, somit könnt ihr euer Handy, Logo, Farbe, was auch immer, alles noch betrachten und die Variante mit einem passenden Logo unten drauf. So viel zur kleinen Produktübersicht. Ihr könnt im Black Friday bis zu 60% sparen, bekommt aber nochmal 10% mit dem Rabattcode 7vs.wild oben drauf. Den Link dazu findet ihr im angepinnten Kommentar und in der Videobeschreibung. Und jetzt ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. Ich freue mich. Folge 5, Junge, ich freue mich sehr. Ich freue mich wirklich sehr, muss ich sagen. Überleben. Überleben. Und ich bin ein Wolf. Krass. Das sind Heilköpfe. Am Ende, das stimmt, haben mich auch noch einige aufgeklärt. Für mich war das gar keine Option, dass das ja einfach von illegaler Fischerei die Reste sind. Ich war auch durch Sascha so krass in diesem Krokodil-Ding drin, dass ich echt dachte, dass das ja von Krokodilen kommt. Und aber es ist obviously, weil Krokodile hätten ja die Köpfe mitgefuttert einfach. Das ist obviously von illegaler Fischerei. Leider. Neben dem ganzen Müll auch noch das. Also ich werde erstmal einen Bogen bauen. Oh, das fühlt sich gut an, ich sag's euch ehrlich. Pfeil und Bogen bauen, das ist das Problem. Da bin ich gespannt, das wird 100%, also, wie sehr ich meinen Fokus auf die Challenges legen werde. Das wird also... Das ist eigentlich ein Boxspringbett, kann man sagen, oder? Diese Folge das Thema sein mit dem Bogen bauen. Wir sehen auch schon Fritz am Ende. Ich bin sehr gespannt. Los geht's. Tag 2, 8.27 Uhr, okay. Krass, immer noch relativ früh am Morgen auf jeden Fall. So, das ist mein kleiner Einstieg hier in den Dschungel. Da, wo ich gestern meine Hängematte aufbauen wollte, hier oben. Ey, Fritz und seine Machete, Mann, es tut mir echt leid. Das ist kompletter Müll. Es tut mir echt leid, Jörg, es ist so dumm. Ich würde mich ein bisschen vertraut machen meiner Umgebung hier mit meinem Dschungel und schon mal nach einem eventuell Bogen Ausschau halten. Das Ding sieht schon nicht schlecht aus hier. Ich werde mir hier so einen kleinen Weg, so eine kleine Schneise freihacken, weil ich vermutlich für diverse Ressourcen immer wieder hier oben rein muss. Und da macht das dann schon Sinn. Wenn ich jetzt nur einmal hier durchlaufen würde, ist es Quatsch, aber das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. So, der sieht gut aus. Ich bin echt richtig gespannt, wer das mit... Also ich glaube, jeder wird das versuchen mit dem Bogen. Jeder wird es versuchen. Und ich kann mir halt bei Knossi zum Beispiel irgendwie nicht vorstellen oder auch bei einem Sascha nicht so wirklich, dass sie es wirklich hinbekommen. Aber es würde mich freuen natürlich. Imagine, du siehst diesen Menschen einfach so im Wald auf dich warten, Junge. Oben sind zum Glück keine Sandfliegen und auch keine Moskitos. Unten hält man es kaum aus, überall. Ich habe gerade so eine Liane abgeschlagen für den Weg. Und was krass ist, es tropft sofort das Wasser unten raus. Krass. Bup, 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 bup. Das ist auch eine Szene aus dem Intro, die wir kennen. POV, das war der Giftbaum mit den Äpfeln dran.
Ich muss sagen, die Dinger. Die sehen gut aus. Mich so ein bisschen an Haselnuss. Oder? Die hier wirken das? Recht. Als so Sehne vielleicht? Gerade. Ich glaube, da mache ich mal zwei, drei ab und es könnte schon eventuell ein Pfeil sein. Ah, okay, okay, ja. Hier muss man jetzt halt aufpassen, weil bei sowas das halt, ne? Sieht immer sehr nach Spinnen, ja. Schlangen, Skorpiongebiet ja, ja. aus, finde ich. So ein umgekippter Baum hier. Stell ich mir ganz gruselig vor. Einfach so Skorpione und Schlangen, die da auf dich warten, Junge. Nee. Aber ich mache ja eigentlich gut Lärm. Krass, okay. Fritz ist der Erste, der auf jeden Fall direkt reingeht mit dem Bogen. Oha, oha. Junge, so easy. Too easy für ihn. Es ist doch zu einfach einfach. Junge, wie Fritz da auch steht mit so einem Weizending gefühlt, so ein Grashalm in da, im Mund so und hat so diesen perfekten, also wirklich diesen anders perfekten Langbogen. Das ist dieser anders perfekte Langbogen, Junge. Holy shit. So, das Digga. Ist der... Stamm, den ich rausgeschlagen habe. Der sieht ja habe. So gut aus. Hier ist das Mittelstück, das Krank. Ist ein bisschen dicker. Sieht und dann habe gut ich aus. Quasi ein wenig was weggenommen. Ich glaube, hier seht ihr das ganz gut. Ne? Griffstück ist noch rund mhm. und hier habe ich Material weggenommen. Ich glaube, fast ist noch zu wenig, aber ich wollte schon mal testen. Krass. Auf der anderen Seite. Vielleicht bin ich auch einfach overly impressed gerade, aber es sieht richtig gut aus, finde ich. Es sieht richtig strong aus. Genauso. Krass. Bei so einem Bogen ist natürlich immer der Punkt. Irgendwann macht's knack und dann war es zu viel und dann fängst du ganz von vorne an. Krass. Ja, okay. Ja. Ja. Wenn wir den noch mit mehr Power zum Stecken bringen, wären wir schon mal bei 1, 2, 3, 4, 5, 6 Metern. Ja. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal hier so distanzmäßig. Ich glaube, der war ein bisschen zu schwer noch. Der Stock sieht ein bisschen zu schwer aus, in my opinion. Oh, da reißen halt mir aber auch die Fingerkuppen weg, ne? Kein Bogenexperte. Wow. Es ist halt schon ein Armutszeugnis. Not bad, aber der sieht halt ein bisschen zu schwer und zu lang aus, habe ich das Gefühl. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Er muss halt stecken, das ist das Problem. Stecken, das wird das Schwierige sein, dass er so viel Kraft hat, dass Scheiße, er stecken bleibt. Das ist halt schon echt hardcore, ne? Ich habe gerade ein bisschen im Müll gesucht nach irgendwie was Metallischem. Krass, das ist so eine. Hab das jetzt hier gefunden. So eine Gaskartusche irgendwie. Sieht aus wie so eine kleine Mini-Deo-Testflasche. Ach so, sowas, ja. Ich probiere das mal irgendwie platt zu klopfen. Vielleicht kriegt man so eine dreieckige Spitzenform hin. Das wäre krass. Keine Ahnung, ob es funktioniert. Ich teste einfach mal aus. Ich glaube aber eher, dass ich so eine Steinspitze. Oder? Ah, okay, ja, gut. Aber ich hätte sonst auch so einen spitzen Stein gedacht, als logischerweise. Hä? Hat voll geil funktioniert. Aber es ist doch nie im Leben spitz Form genug. Passt auch schon. Und jetzt gucke ich mal, dass ich das an einem Stein vielleicht ein bisschen anschleife hier, an so einem schönen also, Runden. Also sieht sehr gut aus, ja. Bisschen mit Wasser oder so. Sieht von der Form her sehr gut aus. Eine kleine Spitze hat, weil ich muss ja irgendwie was hinkriegen, dass der Pfeil stecken bleibt. Wenn ich einfach nur anspitze, das wird nicht funktionieren. Wäre cool, wenn es klappt. Sieht gut aus von der Form her, aber ich habe das Gefühl, dass es nicht spitz genug wird. Natürlich noch fixieren, aber finde ich gut. Sieht actually not bad aus, vorne ja. auch noch den Pfeil ein bisschen anders. Aber ich glaube immer noch, dass es vielleicht mit einem Stein geiler wäre. Sich da anpasst, aber... Aber gut. Yes! Sieht schon geil aus, muss man sagen. So. Krass, okay, sieht schon sehr ich geil aus. Das grüne Seil. Sieht schon sehr geil aus. Aufgetrennt. Sieht sehr geil ich aus. Ich habe jetzt ein bisschen kleinere Schnüre. Und ja, das ist ein bisschen über Kreuz festgespannt. Hatte da auch noch so einen extra Knoten drin, damit es jetzt richtig fest ist. Wisst ihr, das ist halt ein Skill, den Knossi nicht hat oder den ich auch nicht hätte. So diese Seilspannart und da never ever, bro. Nie im Leben. Zieht, bisschen rumgewickelt. Hier nochmal so ein Reibungsknoten und nochmal ein Abschlussknoten. Krass. Und tatsächlich wirkt das sehr, sehr fest. Es wird ja quasi von hier
drüber gezogen und dadurch, dass es über Kreuz ist. Ist immer noch nicht so super spitz, in my opinion, aber ist das ich weiß es nicht. Solide, gefällt mir. Schwer zu sagen. Ich glaube trotzdem, dass ich hier vorne noch irgendwas anbringen muss, um es zu beschweren. Hier ist jetzt schon alles ausgelegt. Hier wären 10 Meter. Das würde ich schon ganz nice finden. Okay, sieht cool aus, auch der Schießstand so quasi, wie er es aufgebaut hat. Das ist mein Stück Holz. Und wir starten einfach mal. Na komm, wir starten mal bei 3 Meter, ne? Hier sind 3 Meter. Okay, aber also er hat jetzt wirklich aber auch ein sehr kleines Stück Holz genommen, ne? Okay. Will ich es einfach mal probieren, mal einlocken. Besser als gar nichts. Ja, also ich sag, das Ding wird doch jetzt umfallen mit der Kraft. Fritz schießt das, also das bleibt nicht stecken. Okay. Das werdet ihr jetzt ungefähr 460 Mal sehen. Ich freue mich drauf. Viel Spaß damit. Danke, Mann. Ich sehe mich schon mit 0 Punkten. Weil von meinem Gefühl her würde das Ding... nicht getroffen, die Scheiße. ...würde das Ding jetzt nicht stecken bleiben, sondern das eher umfetzen. Aber wir sehen es, wir werden sehen. Jetzt muss ich ja die... Oh shit, kommt das Unwetter jetzt? Shit. Ein kleiner Donner. Oh shit. Werden wir jetzt schon die Regenfolge haben? Wo wir ja schon einige Clips gesehen haben im Intro und im Outro. Erste Wertungs-Challenge direkt reingeschissen, ey. Er bleibt halt nicht stecken. Ja, das ist das, was ich meinte. Der ist nicht spitz, keine Chance. Hier vielleicht, wenn ich Glück habe und das genau hier in so eine Faser reingeht. Oh, das ist schon mal sauschwer. Komm. Das sieht besser aus jetzt. Ihr müsst doch mal belieben jetzt zu Hause auf das den Sofas. Das sieht besser aus, Real Talk. Jetzt beliebe ich auch. Ja, aber viel besser schon mal. Verdammte Kackscheiße. My Opinion, besser. Geiler Treffer, aber... Ja. Das hält hier nicht, das ist zu hart. Ah, okay. Oh Mann, ey, was ein Trauerspiel. Oh! Das muss so frustrierend sein, das war wirklich knapp. Wirklich paradiesisch. Oh ja, es fängt an zu nieseln schon. Ich glaube, das wird die Regenfolge sein. Es sieht auch nicht gut aus. Fritz am Ende würde auch passen. Ich sag, es regnet. Es regnet richtig krass jetzt, weil das würde auch mit Knossis, du musst hart sein, wenn der Dschungel weint, passen, weil das war auch tagsüber auf jeden Fall. So eine tropische Insel, muss man schon sagen. Da kommt richtig Urlaubsfeeling auf. Nicht. Ejo. Jetzt schüttelt. Oh shit. Richtig. Aber irgendwie, change my mind, ich fände es gerade richtig angenehm, so für eine Viertelstunde da zu sein. Für eine Viertelstunde jetzt da zu sein, bei dem Regen. Keine Ahnung, ich fände es gerade richtig angenehm. Das ist so immer sehr muckeliges Gefühl, keine Ahnung, Mann. Ich schaue mich ein bisschen unter den Baum, aber nass bin ich eh. Also oh Mann, bei den anderen wird es ja ganz schlimm dann auch. Macht kaum noch einen Unterschied. Kacke, Mann. Wenn es so natürlich nachts regnet, hast du verloren. Ist mit Schlafen eigentlich vorbei. Krass, er ist echt komplett durchnässt. Ich wollte ja klar. Heute eigentlich auch noch meinen Shelter anfangen. Komplett durchnässt. Und ein Dach bauen. Aber ich habe so das Gefühl, dass ich mit dieser Feieraufgabe noch ein paar Stunden beschäftigt bin. Und ganz ursprünglich wollte ich eigentlich auch noch Feuer machen, gestern schon. Schwer. Ganz ehrlich, brauchen wir, glaube ich, gerade nicht drüber reden, oder? Was das Thema Feuer angeht, ohne Feuerstahl und sonstiges. Alles klitschnass. Ich bin sehr gespannt, ob Otto was ankriegt. Ich würde es ihm auf jeden Fall wünschen. Dann kann man wenigstens noch ein bisschen was lernen und sehen, wie er das gemacht hat. Aber Stand jetzt werde ich sicherlich probieren, wenn ich die Zeit dazu habe. Je nachdem, was für Challenges so kommen. Aber es ist halt alles nass. Man vergisst auch manchmal echt, dass die 7 Tage da draußen sind. Also jeder von uns kennt das. Man geht nach Hause irgendwie von, keine Ahnung, wo hat keinen Schirm mit und kommt klatschnass zu Hause an. Und wenn man zu Hause ankommt, fühlt sich, also die Beine sind komplett kalt, Füße, deine Hände sind kalt oder so, sogar gefroren, dass die wehtun irgendwie und du willst nur aus deinen Klamotten raus, deine Haare tropfen, dass du dich mit dem Handtuch abtrocknen musst
Und so fühlen die sich, aber sie haben nicht diese Möglichkeit, in die Wärme zu gehen oder sich abzutrocknen oder trocken zu machen. Sie sind, dass es irgendwann auch scheuert und aufweicht, die Haut so schrumpelig wird. Die sind halt die ganze Zeit draußen. Das ist was, was man echt... Also wir sehen es ja, dass es passiert, aber wir können das null nachempfinden, dieses Gefühl irgendwie. Wisst ihr, also das ist... Und auch diese Unsicherheit die ganze Zeit. Wird es noch schlimmer? Was mache ich jetzt? Wird es noch besser? Hört es gleich wieder auf? Das ist echt... Das kann man null nachempfinden irgendwie. Ist krass. Ich stelle mich auf jeden Fall darauf ein, 7 Tage lang nass zu sein. Das ist das, was ich gerade meinte, ja. Cool. Okay, wir gehen zu Knossi direkt. Wir gehen direkt zu Knossi. Ah. Das lässt mir keine Ruhe. Ich hoffe, man kann es sehen. Oh, bitte. Ich hoffe, Challenge kann ich auch später noch machen. Safe. Das lässt mir einfach Smart. Keine Ruhe. Bitte hol eine Kokosnuss runter. Was ich mir nicht vorstellen kann, ja einfach eine frische Kokosnuss zu bekommen und zu öffnen. Ich hoffe, er kriegt eine runter. Und deswegen, ich habe hier einen geilen Bambus entdeckt. Bei meiner Suche für den Bogen. Oh ja, 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 ja. Kann ich schön hier rein. Gut, 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 gut. Oh, nee. Gut. Das ist krass, wie die Dinger fest. Oh. Ja! 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 Er hat eine. Jetzt bitte lass sie nicht kacke sein. Bitte lass sie nicht kacke sein. Auch Knossi, ja! Guck dir an, wie er sich freut, Junge. Die sieht richtig gut aus. Ich sag's, wie es ist. Da wird richtig viel Wasser drin sein. Die sieht gut aus. Ich hab echt... Och man, Knossi. Bitte krieg sie auch auf. Baum geholt. Jo, ja. Wie süß. Willst du mich verarschen? Wie süß er sich freut. Ich glaub's doch nicht, Mann. Ah, das geht schon mal gut. Okay. I believe in you, Knossi. Oh Mann, ey. Das kannst du halt auch vorher nicht üben. Das nee, ist klar, klar, ne? Klar. Wo wolltest du sowas... So eine Kokosnuss kriegst du nicht. ...vorher lernen? Ja. Das kann man nicht lernen, weil es diese Kokosnüsse... Gibt's bei uns nicht. Bei uns gar nicht gibt. Es ist ja völlig egal, wie ich sie öffne, ne? Ja, ja. Hauptsache, du kommst ran. Egal. Och, Knossi, das freut der mich gerade so. Stuff. Das freut mich so für ihn. Ich habe Angst, dass ich zu viel verschütte, wenn ich... Ist sie schon offen? Ja, oh mein Gott, da ist sehr viel drin. Da ist richtig, richtig, richtig viel drin. Oh. Coconut Shark! Ach, Knossi, Junge. Ach man, Knossi sorgt für so viele Glücksgefühle hier. Es ist mega, es schmeckt wie die, als wir trainiert haben. Die schmeckt genau so, es ist eine frische Kokosnuss. Voll bis zum Rand. Ach, Knossi, Junge. Das freut mich so, ich sag's, wie es ist. Auch wichtig, der Fruchtzucker da drin. Das ist, was ich jetzt gebraucht habe. Der Fruchtzucker ist richtig wichtig. Ich esse den Rest jetzt aus. Hey, ich wollte euch noch zeigen. Ich habe sie jetzt komplett einfach. Oh. Okay, ja. Oh, das macht einen so... Aber wisst ihr, das Krasse ist halt einfach... Das macht einen selbst so unheimlich stolz. Safe. Gestern gescheitert. Also Knossis Spot sieht echt aus wie so ein Puzzle, wie so ein Tropenpuzzle, Junge. Das, ich habe einfach eine Kokosnuss selber aufgemacht. Sag ich, wie es ist. Das klingt für jeden Normalo wahrscheinlich. Ja und? Oh. Geil. Das ist so wichtig für ihn. Freut mich so total. Das freut mich auch unnormal für ihn, Junge. Tag 2. Ich akklimatisiere mich mit der Umgebung. Geil. Mega geil. Wichtig. Ah, guck mal, jeder fragt immer, was wohl die anderen machen. Aber ey, ich stelle mir wirklich permanent die Frage, was macht wohl, wie geht's Nova? Weil krass. Alle wissen, das kann ich auch hier nochmal sagen, ich weiß nicht, ob das ausgestrahlt wird, aber die Leute haben von uns am wenigsten erwartet. Ich fange an Tag 2 Reden zu schwingen. Nee, es geht auch nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Deswegen fieber ich natürlich sehr, sehr, sehr stark mit für Nova. Bis jetzt, Nova macht einen guten Job in my opinion. Nova macht einen guten Job in my opinion bis jetzt. Und für Sascha. Ja. Aber bei Sascha glauben die Leute schon dran, dass er das natürlich packt. Und ich bin fester Überzeugung, dass das hier am Ende alle machen. Das packen alle. Coconut Rush! Wie kann dieser Mann so entertaining sein? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe einen Bambus gefunden als mein Pfeil. Okay, ja gut, gut. Ich finde hier nur trockenes Zeug.
einzigen lebendigen Ast habe ich von da drüben geholt. Also ich weiß, ich bin vielleicht auch einfach zu blöd dafür. Wirklich, ich bin einfach zu blöd. Hat Knossi schon einen Bogen gemacht? Er hat schon einen Bogen. Mir, wer jetzt denkt, okay, einen großen Bogen oder sowas. Für mich okay, war das hier. Ja, okay. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich würde es Knossi richtig gönnen, wenn er da zumindest einen Punkt dann abholt. Ich würde es ihm richtig gönnen, ehrlich. Das ist echt. Ich werde dafür Paracord. Paracord wieder abschneiden. Hey! Hey, okay, actually. Not bad! Actually not bad, muss ich auch ganz ehrlich gestehen gerade. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass Knossi das so hinbekommt. Actually. Wenn ich es irgendwie bogenmäßig schaffe, dass da 20 Zentimeter aus 20 Zentimetern das Ding reinzujatzen, ins Holz, in so ein Holzloch. Nimm mit. Dann könnte es für einen Punkt reichen. Ja, actually. Wenn es nicht jeder geschafft hat. Ne? Vielleicht ist auch für alle anderen alles mega easy. Und dann bin ich super happy. Während hier die Flut abgeht. Sieht echt schön aus schon da, muss man doch mal sagen. Ich würde noch eine nehmen, Herr Ober. Eine. Naturbelassen. Eine würde ich mir heute noch gerne, Herr Ober, zu Tisch, Knossi, Herr Junge. Herr Ober. Er filmt halt auch mit der einen Hand und mit der anderen sitzt er da rum. Herr Ober, es gibt aber kein Trinkgeld. Ja. Oh nein. Ich will, ja. Ja. Danke, Natur! Okay, ja. Was ist das denn hier? Ich hab's einfach. Ich hab's einfach raus. Ey, das war gerade aber auch gefährlich, oder nicht? Seid ehrlich? Er hat's halt von seinem Messer abgeleckt. Mit der Zunge einfach abgeleckt vom Messer. Das mache ich nicht mal bei meinen Küchenmessern zu Hause richtig. Oder? Ich hab einfach. Das ist, also, da hätte auch die Zunge durch sein können. Ich sag's, wie es ist. Da hätte auch die Zunge durch sein können jetzt. Ich hab's einfach raus. Naja, gut. Ich hab's einfach raus. Da ist so viel drin bei diesen Grünen. Es ist krass. Krass. Ey, du kriegst sofort, Alter. Vitalisieren. Holt euch Kokosnüsse. Zu Hause, wirklich. Probiert es aus. Holt euch Kokosnüsse. Okay. Werde ich machen. Aber natürlich, der ganze Fruchtzucker. Mineralien, Vitamine, die da drin sind, Fette. Euer Mr. Kokoma. Junge, Knossi macht einfach so Laune. Er macht so Laune in diesem Projekt. Sabrina, Simsalabim Sabrina, auch am Bogen bauen direkt. Okay. Das geht jetzt die ganze Zeit so. Ich freue mich. Oh, wenn der durchbricht, ne, der. Oh, da kann auch so viel schief gehen. Boah. Aber der ist krass auf Spannung. Oh Gott. Looks good. Not bad. Gut. Der dritte Bogen, jetzt den wir sehen. Jetzt brauche ich noch einen Pfeil und dann können wir das erste Mal testen, ob das Ding was bringt. Übrigens, ja, das hätte man noch ein bisschen weiter verdünnen müssen. Es geht halt darum, dass der oben und unten, oder ich habe versucht, dass der oben und unten eben einigermaßen gleich ist. Aber ich weiß, es funktioniert auch so. Deswegen, dadurch, dass es super hartes Holz ist, ist das halt auch super anstrengend und musste jetzt einfach mal kurz Kraft abwägen, Kraft und Nutzen. Und von daher habe ich das jetzt erstmal dabei belassen. Wenn ich gleich merke, es geht gar nicht, dann kann ich ja noch mal ein bisschen nacharbeiten. Super interessant zu sehen, wie viele verschiedene Pfeil- und Bogenverrichtungen wir sehen werden. Aber wir haben schon mal drei. Wir wissen, Otto Schuss baut auch einen. Mal gucken, was das wird. Okay, let's see.
Okay. Immerhin geschossen. Okay. Zwei Sachen, die ich jetzt versuche. Ich versuche den Pfeil ein bisschen dünner zu machen. Mhm. Und ich versuche doch oben und unten noch mal ein bisschen dünner zu machen, den Bogen, dass der sich einfach ein bisschen doller durchbiegen kann. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, dass ich mich jetzt noch mal so ein bisschen mit meinem Shelter befasse. Ich werde mir jetzt noch mal Schnüre fertig machen und dann einfach versuchen, mir von dort so ein paar Palmblätter zu sammeln und die dann eben dort dran zu hängen. Man muss einfach so aufpassen. Ich bin gerade dabei, hier die Dornen wahrscheinlich wieder, ne? Blätter zu ernten. Staffeln, meine ich. Und guckt euch mal bitte direkt nebenan, ist hier ebenfalls eine Palme. Und da sind miese Stacheln, ja, ja. Die hier, ich weiß nicht, erkennt man das auf der Kamera? Boah, die sind echt fett, Junge. Holy shit. Die hier komplett voller Stacheln ist. Man muss einfach bei jeder Kleinigkeit gucken, kann ich da jetzt hinpassen oder nicht. Crazy. Oh, das ist satisfying. Ja, das ist richtig satisfying gerade. Oh. Das war satisfying. Und ich habe gar keinen Bock, dass es gleich anfängt zu doll zu regnen, bei Sabrina auch. Und dann ihr ganzer Shelter für den Arsch ist. So, alles, was sie sich jetzt aufbaut, ist gleich für den Arsch vielleicht. Und da hinten sieht man auch, dass es regnet. Ich meine, sie hat über sich und natürlich die Bäume. Kommt es genau auf uns zu. Mhm. Ich sitze jetzt hier und mache eine kurze Pause. Ist vielleicht ein guter Grund, wenn man aufs Gewitter wartet, auf den Sturm. Ich wollte noch mal kurz mit euch vielleicht so ein bisschen sprechen, einfach mal zu meinem Gemütszustand. Ich muss nämlich sagen, mir geht's den Umständen entsprechend sehr, sehr gut. Okay, das freut mich. Ich find's cool, dass wir so Videotagebuch ein bisschen haben. Jetzt so ein bisschen Eindruck, weil das interessiert einen natürlich auch krass, die Psyche, wie geht's einem innerlich so? Kommt zwischendurch immer mal wieder auf, aber nicht so, dass ich jetzt sage, das wird mich jetzt großartig stören. Das ist halt ein normales Hungergefühl, wie das jeder irgendwie mal kennt. Ich merke halt schon, dass alles sehr schlauchend ist. Ne? Es geht alles sehr langsam, gerade weil man auch alleine ist. Normalerweise war ich immer zu zweit unterwegs, dann geht alles viel, viel schneller. Und ich habe das Gefühl, ich komme halt irgendwie so gar nicht voran. Aber ja, und einfach dadurch, dass einem so ein bisschen die Energie fehlt, geht es auch einfach alles ein bisschen langsamer. Safe. Aber ich finde, Sabrina macht bis jetzt einen sehr guten Job, in meiner Opinion. Guter Job. Super happy mit dem Trinken. Also ich habe gar kein Problem damit. Die Hitze komme ich auch relativ gut mit klar, außer dass halt alles ein bisschen langsamer ist. Also ich bin bisher ganz happy, muss ich sagen. Achso, sowas wie Kopfschmerzen oder so habe ich auch nicht. Aber hier fliegen überall kleine Moskito-Plagegeister. Krass, Kopfschmerzen hätte ich direkt gedacht bei allen. Wegen Zuckermangel, wegen Hunger. Mittlerweile auch Hunger, schon an den Armen total zerstochen. Zu wenig trinken. Schlechter Schlaf. Aber das ist klar, was geht's. Kopfschmerzen hätte ich bei jedem dauerhaft gedacht. Es regnet immer noch. Ich habe mir jetzt gerade mich mal hier hingesetzt. Oha. Oha, einfach halbe Wand gebaut. Einfach halbe Wand gebaut. Und habe ein bisschen geflochten. Das ist krass. Super meditativ. Voll cool. Actually. Joris. Mr. Joris, man. Joris und seine Wahlherde. Es hat vor sich hin geglimmt. Geglimmt, aber es kam kein... Joris ist es einfach nicht gegönnt, Feuer zu machen. Der Mann wird kein Feuer mehr hinbekommen, sage ich. Das ist einfach so. Eine Flamme. Nee. Eine Millisekunde hatte ich eine Flamme, aber die erlischt sofort wieder. Weg. Anstatt, dass es also den restlichen Zunder ansteckt mit dieser einfach. Flamme... Erlischt es einfach wieder. Krass. Und ich verstehe nicht, warum. Ich verstehe es nicht. Er muss es abhaken. Nicht. Er muss Feuer abhaken. Das ist mentally so nicht krass. Gut für ihn. Das ist mentally nicht gut für ihn, glaube ich. Das Einzige, was mir was bringt, ist Punkte in der Challenge zu sammeln. Also, mache ich jetzt genau das. So, Machete ist angesteckt. Jetzt geht's für mich auf Holzsuche. Ich habe mir gerade schon ein bisschen Gedanken gemacht. Optimal wäre es tatsächlich, einen Palmenwedel zu finden. Ein Palmwedel von der Kokospalme im Idealfall. Denn der ist sehr, sehr biegsam. Besonders dann, wenn er frisch ist. Ich habe hier immer noch nur Stachelpalmen. Bring mich nicht weiter.
Ich kann mal die Früchte versuchen, ich glaube, die sind... Ich sag's, wie es ist, ich habe das Gefühl, Joris wird auch keinen Bogen hinbekommen. Ich glaube, er wird keinen Bogen hinbekommen. Ich glaube, er wird jetzt das suchen, wird da aber zu krass den perfekten Stock quasi suchen und dann fängt es an zu regnen gerade. Sag ich. Und essbar. Aber ich würde es ihm gönnen, wenn er es hinbekommt. Oh, oh. Oh. Sind das die Lulus? Nee. Keine gute Idee, einfach nur säuerlich. Die sind noch lange nicht reif. Okay. Ja. Ich weiß halt nicht, wie gut er sich auskennt mit diesen ganzen Früchten, ne? Sieht aus wie eine wie Pflaume-Kiwi-Mischung irgendwie. Oh, er beißt auch direkt einfach wieder rein. Und, was sagt der Mund? Oder sie sehen aus wie Feigen so ein bisschen, fast auch schon. Scheiße! Aber die haben wir gesehen, die sind lecker. Die haben wir gesehen bei diesem Survival-Ding, die darf er essen. Die sind lecker, die sollen lecker sein. Die sollen so nach Mango, da hat Dave auch eine probiert. Die sollen so nach Mango-Maracuja-mäßig schmecken, glaube ich. Das ist, was ich brauche. Alter, das hat so ein bisschen einen Center-Art-Shock, einen Center-Shock-artigen Geschmack. Okay, ja. Mit einer Spur Pfirsich. Pfirsich, ja, so Pfirsich-Mango-mäßig. Hat Dave gesagt, schmeckt das. Aber ein geiler Pfirsich. So ein richtig frischer. Krass. Boah. Aber ich sehe nur diese eine Traube von Früchten. Boah, krass. Boah. Ich sehe die Memes schon. Ich sehe doch die Memes auf TikTok schon wieder. Ich freue mich drauf. Wie geil. Ich freue mich auf die TikTok-Memes. Geil. Schon. Ey, krass. Geil. Ich freue mich auf die TikTok-Memes, Mann. Das wird schön. Okay. Das wird eine schöne also Zeit wieder. Also dieser Ast hier scheint mir tatsächlich sehr biegsam zu sein. Mhm. Also... Schön breitseitig hinstellen und zack, 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 zack. Oh, daneben. Missklick. Okay. So. Wie gefährlich willst du die Machete transportieren, Joris? Ja. Digga, die kann einfach rausfallen hier auf dein C abgehackt. Ich sag's, wie es ist. Also wirklich, diese Folge, die Leute werden nachsichtig. Ich weiß nicht, ob es bei allen so sein wird. Knossi leckt sein Messer ab. Joris Machete, oh, fällt sie vielleicht raus, weiß ich jetzt auch nicht. Isst irgendwelche Früchte wild. Hm, weiß ich nur nicht. Die Leute werden ein bisschen nachsichtiger, habe ich das Gefühl. Einfach so. Hier übrigens überall diese Lulobären. Schmecken, also sie sehen aus wie Mirabellen. Aber sie riechen sehr, sehr... Ah, die Mobin-Pflaume ist eine genießbare Frucht. Sie enthält viele Vitamine und ähnelt einer kleinen Mango. Geil, okay. Sehr süßlich. Geil. Beiß mal von der Seite rein. Das finde ich cool, danke für die Anwendung. Knabbert. Auf das hier habe ich gerade gewartet. Ich habe Querschnitte von der Lulubeere gesehen und bin zuversichtlich, dass es so ausgesehen hat. Ich hatte gerade ganz starke Kopfschmerzen, weil ich dachte, es handelt sich hierbei um den Manchinelbaum. Der giftigste Baum der Welt. Nee, keine Sorge. Er hat so grüne Äpfel. Der ist bei Knossi. Und ich hatte ganz kurz die Panik, weil ich mich halt nicht perfekt auskenne, ob die Äpfel nicht vielleicht irgendwann so gelblich werden. Ist nicht der Fall. Also ich hätte davon nichts gewusst. Aber ich habe recht behalten. Der Geschmack würde ich beschreiben als Pfirsich. Auch da wieder sehr pfirsig und sehr süß. Aber ein anderes Pfirsichartiges, so vielleicht noch ein bisschen Popcorn mit rein. Popcorn? Ziemlich crazy der Geschmack. Unglaublich süß, noch viel. Ja, sammelt die Teile doch, aber die waren angeknabbert hauptsächlich, meint er, glaube ich, ne? Ich würde einen Früchteteller machen. Früchteteller. Früchte lecker, Früchteplatte. Viel süßer als die Palmfrucht der Stachelpalme. Deswegen sehr angenehm zu essen. Ja. Und jetzt geht's aber erstmal an den Bogen drin. Es wird bald wieder dunkel und es regnet auch bald. Das sollte ich jetzt erledigen. Oh, wir gehen zu Sascha. Sascha, hast du dich mit den Krokodilen angefreundet? Kriegen wir wieder Krokodil? Leben bedeutet, was zu tun, zu bauen und alles zu geben, auch mental. Ja. Yeah. No fucking excuses, Freunde, ihr wisst Bescheid. Genauso wie in den Workouts. No fucking excuses! Let's go! Ey, Sascha, wirklich mentale Maschine, sag ich auch. Oh, jetzt habe ich noch schnell überlegt, mir eine Kokosmilch zu machen. Da schneidet man sich einfach hier von der Palme, ja, das Zeug da, reißt man sich einfach runter. So, da ist auch perfekter Zunder übrigens. Da kann man nie
genug haben, das ist staubtrocken. Aber übrigens zum Shelter, diese Richtung hat auch den Vorteil, wenn ich so zumache, die Sonne wandert hier so drüber. Das heißt, die Mittagssonne steht dann ungefähr da oben und schützt mich den ganzen heißen Nachmittag über. Auch vor Sonneneinstrahlung habe ich auch einen Schatten. Also das Dach wird so werden. Ja. Wir wiegen einfach die Vorteile. Ey Otto und Fritz, ihr zwei, ich will da richtigen Bogen sehen. Gell? 300 Meter, Minimum. Langbögen, ich bin sehr gespannt. Damals. Ich bin sehr gespannt. Das will ich sehen. Ihr macht es schon. Da bin ich kurz weg und was ist los? Die Scheißviecher knabbern schon überall an meinen Kokosnüssen. Fuck. Oha, wie krass. Okay, das ist krass. Die sammeln sich da echt alle, ne? Übel smart dann einfach so, um die Teile zu sammeln oder um so einen Köder quasi für diese Flusskrabben hier auszulegen, einfach eine angebrochene Kokosnuss hinlegen. Alter, das ist meine einzige Kokosnuss. Wie viele das sind. Weg da. Richtig Wetter. Sauer, der Mann ist richtig sauer. So, und jetzt? Krass, er macht sich echt eine Kokosmilch. Einfach auf das Palmtinder ist raufgeschabt. Schaut uns so aus. Ja. Einfach raufgeschabt. Krass, er hat auch so eine richtig geile Porzellantasse gefunden. Viel mehr machen, aber ich soll ja auch noch ein Shelter bauen heute. Also, für Frühstück ist nicht immer ewig Zeit. Okay. Nur mal, um es euch gezeigt zu haben. Ja. Yeah. Und um einen Schluck daraus zu gewinnen, hoffentlich. Und jetzt. Ah, er presst das so raus. Okay. Einfach durch. Seht ihr das? Die Kokosmilch, wie sie rauskommt. Nee, noch so nicht. So viel war es jetzt natürlich nicht, aber ich hoffe, man konnte es schon erahnen, wie das funktioniert. Also, es ist auf alle Fälle schon einiges rausgekommen. Ich weiß noch nicht, ob ich Sascha da so vertrauen kann. Kannst du mal so zeigen? Ich sehe da noch nichts. Man sieht dann sehr schön auch hier. Natürlich jetzt in Kleinformat. Ich will Saschas Leistung gerade nicht mildern. Ich sehe da leider nur Dreck drin bis jetzt. Aber ich bin gespannt, was er daraus trinken wird jetzt. Okay. Jetzt sehe ich es, okay. Trotzdem sehe ich mostly nur noch Dreck da drin, aber jetzt habe ich das erkannt, okay. Kokosmilch, da. Einfach die Kokosmilch am Start. Dann jetzt probieren wir es. Aha, genau so viel hat Nova auch aus ihrer ersten Kokosnuss rausbekommen. Krass. Schmeckt einfach anders. Schmeckt einfach anders. Eine geile Abwechslung. Einfach mal eine geile Abwechslung. Aber das kann ich ja dann weitermachen. Ein bisschen weiterschaben. Es bleibt jetzt mal hier. Wenn ich Zeit habe, jetzt zum Shelter. Die Sonne steht schon immer weiter höher. Was anziehen, wichtig jetzt. Und ja, somit ist das Frühstück beendet. Auf geht's zum Shelterbau. Also, wir halten fest, bei Sascha gab es zum Frühstück 4 Tropfen. 4 Tropfen Kokosmilch. Okay, mehr braucht er nicht. Der Mann zieht durch. Perfekt. Also, die Teile sind da ein Gegengewicht zu dem Teil. Okay, okay. Oh. Ey, mein Freund ist wieder da. Buddy! Gib eine Fontäne! Buddy! Krass. Boah, ist das krass. Einfach mal ein Wal. Das ist krass. Den hat man echt ein bisschen gesehen jetzt. Crazy. Okay. Ein riesiger Fontäne! Geil, Digga. Das ist schon cool. Ich küsse dein Herz. Danke fürs Vorbeischauen. Wir sehen uns. Ich muss weitermachen. Da vorne kommt ein Regen, wie es scheint. Ich bin jetzt zu weit. Cool. Ja, ich habe jetzt die 4 Dinger geholt, schräg aufgestellt, eingespannt hinten. Ja, puh, jetzt weitermachen. Yo! So, Freunde, hier steht erstmal ein Workout am Plan. Na, Spaß. Imagine, ich würde es ihm so zutrauen. Ich würde es ihm so zutrauen. Natürlich, also energiesparend arbeiten. Das heißt, jetzt werde ich mal ein bisschen bei Shelter gebaut. Aber jetzt brauche ich einfach mal eine Pause. Und vor allem, meine Fußsohlen tun schon so extrem weh, weil ich ständig so krass herumrutsche durch die ganzen Steine. Und das ist ja nichts. Das heißt für mich jetzt einfach mal rein ins Wasser, ausziehen, rein ins Wasser, dann auch die Klamotten waschen. Für den Content sind wir auch hier, Freunde. Genau dafür sind wir hier. Damit ich abkühle und damit das Salz rausgeht aus den Klamotten vom Meersprung. Das ist jetzt mal der Plan. Ja, also rein da. Immer noch größte Verbrechen, dass er seine Turnschuhe einfach mitgenommen hat. Boah, stellt euch vor, jetzt kommt Ding so ein Penisfisch oder scheiß Krokodil. Boah. Ach, das wäre beides Content auf jeden Fall. Boah. Das muss sich geil anfühlen, ehrlich. Boah. Oh, mein eigenes Pool. Ich hab mein eigenes Pool. Was ist los? Yes. Yes. Boah. Geil. So ein gutes Gefühl hatte ich jetzt hier schon seit... Das gute Gefühl hatte ich jetzt schon seit Tagen nicht mehr. Also das geile Gefühl hatte ich jetzt schon lange nicht mehr. Boah, ist das gut. Ja! Ja!
beste Leben. Okay, wir gehen zu Otto, Junge. Otto. Jawohl. Ich gehe hier so lang und sehe hier so schöne Fußabdrückchen. Oh, Wildschweine. Und es ist auf jeden Fall etwas mit Krallen. Oder? Wildschweine, würde ich sagen. Beziehungsweise, vielleicht ein bisschen zu... Sieht eher aus vielleicht wie so ein Leguan oder so. Wildschwein vielleicht, weiß ich nicht. In Deutschland würde man wahrscheinlich sagen... Jägerberater, zerreiß mich jetzt, aber ich weiß nicht mehr ganz genau, bei uns gibt es hier nichts, so ähnlich wie so eine Art Waschbärspur oder irgendwas mit... Marder oder sowas vielleicht, ja. Ein bisschen wie eine Hand sieht sie aus. Ein bisschen zu klein aus für Wildschwein auf jeden Fall, ja. Da lang geschlappt. Digga, Otto geht's auch richtig gut, glaube ich. Otto, der Mann sieht auch wieder frisch geduscht aus, dem geht's gut. Der machte sein Ding. Otto wurde auch 3 Wochen vor allen anderen rausgelassen. Er ist jetzt einfach schon 3,5 Wochen hier und macht sein Ding. Oh, nicht gut. Schmeckt wieder nicht gut. Ja, die ist auch schon zu braun. Die ist auch schon zu braun. Die sah auch richtig braun schon wieder aus. Das Grün ist zu grün und schmeckt giftig. Das Braun schmeckt abgestanden. Eine Mahlzeit. Bleibt es okay. Was machst du? Ich glaube, ich weiß nicht, was bei Otto so das Ding ist. Die Grünen bei allen anderen sind ganz geil. Das Sportliche an der Geschichte ist, die richtigen Hölzer zu finden. Also trockenes Holz für einen Pfeil habe ich. Mhm. Ist wirklich trocken. Sieht gut aus. Gerade. Das könnte funktionieren. Aber die Hölzer für den Bogen sind einfach hauptsächlich Weichholz. Es ist super, super schwer, das passende Holz zu finden. Und nebenbei ist es noch super warm. So, Bogen steht. Krass. Der ist nicht klein, muss man sagen. Aber ich habe einfach ein bisschen Angst, dass das Holz bricht. Ja. Mal schauen. So, Pfeil. Bin jetzt auch noch dran, mach den ready. Ich hoffe... Also das Sportliche daran wird, dass das Ding irgendwo stecken bleiben muss. Oh. Otto, Junge. Das kam unerwartet. Ich weiß nicht. Dieser Switch. Auf einmal, wir sind in der Sauna. Das kam unerwartet. Hey, macht jeder, wie er mag. Aber Otto, das kam unerwartet. Dieses Casual so. Es kam unerwartet irgendwie, dass er da jetzt komplett nackt wieder vor uns sitzt. Ach, Otto, Mann, ich lieb dich doch. Sympathisch. So, gut, fangen wir an. Was trauen wir uns zu? 3 Meter. Checken wir mal, ob wir 5 Meter hinkriegen. Oh, okay, bei Otto sieht es bis jetzt am besten aus, muss ich sagen. Fritz auch nicht schlecht, aber bei Otto sieht es doch noch mal ein Stückchen besser aus, in my opinion. Ein kleines Stückchen besser als bei Fritz. Das war zu viel Power und die Spitze ist wahrscheinlich abgebrochen. Yep. Na, herrlich. Okay. Neuer Versuch. Aber auch nicht schlecht. Gut. Nee, 6,40 Meter. Warum auch immer ich hier 6,40 Meter gepickt habe. Das muss doch klappen, du. Sah nicht schlecht aus bis jetzt. Ich weiß, wie der Fritz da rumbasteln wird. Kenn ich doch. Hi. Naja. Ich brauche ja auch mehr Pfeile. Vielleicht ist es irgendwie besser, mehrere Pfeile zu suchen. Aber die waren halt sauschwer zu finden. Gut, wir machen nochmal Pause und suchen mehr Pfeile. Nover. Ich habe gerade irgendwie so ein bisschen so einen kleinen Hänger. Oh no. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Ich habe jetzt auch noch mal ein bisschen mehr Wasser getrunken, weil es könnte sein, weiß ich nicht, dass ich mich in Richtung eine Dehydratation bewege, obwohl ich das gar nicht so mitgekriegt habe. Und ja, ich habe auch irgendwie kein richtiges Hungergefühl, was eigentlich sehr gut ist, aber ich habe jetzt trotzdem halt noch mal so
ein bisschen was von der Kokosnuss gegessen. Ja, smart. Ja, und irgendwie bin ich so richtig so fertig einfach. Ach Mann, ja. Ist gerade irgendwie so, weißt du, ich sitze hier in meinem Campingstuhl. So, und ich glotz wirklich die ganze Zeit irgendwie aufs Meer oder sonst irgendwo hin und hab irgendwie so... Oh nein, ich hab Angst, dass jetzt die Intro-Szene kommt von ihr auch, wo sie am Weinen ist und nicht mehr so wirklich klarkommt. Zweiter Tag bricht schon viele, glaube ich. So fahrig bin ich fast schon mental hier. Kacke. Ja, zweiter Tag ist hart. Ich glaube, es hat aber auch kurz zurückgehen. Entschuldigen. Lieben wir. Werde ich jetzt noch ein bisschen mehr Wasser trinken. Und dann mal gucken. Ich muss die ganze Zeit an die anderen denken. Also wirklich die ganze Zeit so. Wie geht es denen? Ist schon einer draußen. Man macht sich auch Sorgen, glaube ich, ein bisschen irgendwie, oder? Hoffentlich hat sich niemand irgendwie doll verletzt oder sowas. Man macht sich Sorgen, glaube ich, auch. Würde ich mir machen. So, konnten die diese Nacht schlafen? Haben die überhaupt geschlafen? Wie sieht's mit Regenschutz aus? Mit Wasser? Wasser viel wichtiger. Weil ich, glaube ich, in der Hinsicht recht privilegiert bin durch meinen Süßwasserdings hier, dass ich halt immer Wasser trinken kann. Safe. Auch durch den Filter allein schon richtig gut. Ich habe einfach geträumt, ich habe vom Leistenkrudi gefressen. Dann habe ich mir in meinem Traum überlegt, dass ich dann versuche, ganz schnell auf diesen Baum da hoch zu klettern. Aber jetzt, wo ich ihn in Real Life sehe und nicht mehr in meinem Traum, sagen wir so, das wäre 1-0 fürs Krokodil. Das hätte ich nicht geschafft. Also hoffe ich einfach, dass hier kein Krokodil herkommt. Nee, bei Sascha ja, bei dir nicht. Ist auch voll anstrengend mit dem Wellengang und so. Ich glaube, der hat da gar keinen Bock drauf. Hallo! Ich habe jetzt nochmal Wasser getrunken. Ach man, Nova tut mir echt leid, sie ist echt in so einem kleinen Loch gerade drin. Die muss echt, ich weiß aber auch nicht, was helfen könnte. Ist gut, dass sie auf jeden Fall probiert mit Wasser trinken, ein bisschen Kokosnuss snacken hier und da. Aber es tut mir echt leid für sie. Sie ist echt in so einem kleinen Loch drin, leider. Ich habe, glaube ich, erfolgslos eine Stunde Feuer versucht zu machen. Boah, kacke, ist auch ich mentally. Ich weiß nicht, warum ich es nicht hinkriege. Mentally kacke. Das ist mir ein Rätsel. Aufgeben werde ich aber noch lange nicht. Ich glaube, ich habe einfach den falschen Zunder. Deswegen habe ich mich jetzt auch entschlossen, mir geht es auch jetzt viel besser. Okay, das ist gut. Ich habe einfach zu wenig getrunken. Den Bogen, die Challenge für heute zu machen. Krass, jeder macht das, ne? Jeder. Da vorne abgetrennt, weil die sehr flexibel ist. Ja, das sieht ganz gut aus. Und ich deswegen hoffe, damit mir einen Bogen bauen zu können. Ich breche hier gerade so ein bisschen die Rinde auf, damit das Ganze noch flexibler wird. Also so. So, damit, das habe ich jetzt überall gemacht. Hier steht auch nochmal. So, damit das ganze Ding halt jetzt super flexibel ist. Aber ich muss echt sagen, also das, was mir wirklich am meisten zu schaffen macht und was ja auch alle gesagt haben, ist halt diese verdammte Isolation, ne? Also. Es ist Tag 2 und ich stelle mir das super anstrengend auch vor. Sterbensgelangweilt. Klar, ich mache jetzt diese Challenge und so ein bisschen, aber ich bin halt so ein krass extrovertierter Mensch, bin halt so sozial. Krass, okay. Ja gut, das bin ich nicht so krass, aber trotzdem, ich glaube, wenn man die ganze Zeit, also wenn man einmal in so ein Loch reinkommt, wo man mit seinen Gedanken alleine ist und dann vielleicht auch irgendwann, das hatte Joris ja letzte Folge schon, gesagt, dass er drüber nachdenkt, einfach mal random diesen gelben Knopf zu drücken, weil er dann im Hotel wäre wieder langsam, ja. Dass man da echt, weil man niemanden hat, der ihn so rausholt, so muss man aufpassen. Für mich ist so, mit niemandem zu reden, meine Gedanken nicht zu teilen, nichts auszutauschen. Ich vermisse halt auch meine Familie offensichtlich, meine Freunde, ihr wisst alle, wer gemeint ist. Halt auch ganz besondere Personen irgendwie in meinem Leben, die ich vermisse. Und es ist irgendwie voll krass, sich mit denen gar nicht austauschen zu können. Also reden ist halt eine Sache und sich so sehen, aber halt auch einfach diese parasoziale Kommunikation, die wir durch unser Handy haben, ja, fällt ja auch komplett weg. Und das Gehirn denkt ja auch bei WhatsApp-Nachrichten oder bei Instagram oder so, denkt das Gehirn, ja, das ist eine Art von Kommunikation. Welches natürlich auch, es ist es auf eine Art und Weise, aber halt parasozial. Und jetzt sitze ich hier und ich kann gar nichts. Also morgens und abends sagen, ey, ich lebe noch. Einen Knopf drücken. Ich lebe hier im Dreck. Im Müll. Im Müll, es ist kein Hyperbel, ich lebe im Müll.
Es werden hier wirklich die Fachbegriffe aus dem Deutschunterricht parasozial hyperbel rausgeholt. Ich bin mit meinem scheiß Stuhl hier wie King Julian aus Madagaskar, aber halt für Müll. Ach man, es tut mir echt leid, nur war es echt in einem Loch gerade so ein bisschen mentally. Ich hoffe, sie kommt da raus. Scheiße. Ach, was habe ich mir hier angetan? Okay, Leute, ich zeige euch jetzt mein Shelter. Mhm. Ich finde die Schuhe stylisch. Habt ihr schon mal sowas Hässliches gesehen? Ihr müsst aber wissen, das Ding soll ja auch keinen Regen abhalten. Das soll mich nur für herabfallende Kokosnüsse schützen, weil ich... Ey, egal was du drauf gemacht hättest, der Regen, der wahrscheinlich auch noch zu allen kommt, der wird nicht abgehalten werden können. Schlafe meinen Helm nicht tragen kann. Okay. Hear me out. Ja? So, der erfüllt einen Zweck, auch wenn er hässlich ist. So. Auch Mama merkt echt, dass es ihr nicht gut geht. Das wird meine total tolle Sehne. Und sie beißt aber richtig durch, glaube ich. Sie beißt richtig durch. Ich habe in meinem Leben noch nie einen Bogen gebaut. Auf jeden Fall. Das tut mir gerade voll leid für Nova irgendwie. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie so Bogen funktionieren. Das war nie so mein Drive. Das sieht auch wieder sehr gefährlich aus. Wie sie das macht. Das war gerade auch sehr kriminell gefährlich schon wieder. Geht das schon. Bei ihr hoffe ich echt, dass der... Ja, Bogen sieht sehr geil aus. Bogen sieht strong aus. Finde ich gut. Als ob! Hä? Sie ist selbst impressed. Das funktioniert ultra gut! Ha! Wie geil! Hä? Erfolgserlebnis, wichtig. Nein, wie heftig ist das? Ich glaube, der wird aber nicht so weit schießen. Begeistert von mir selbst. Okay. Sabrina. Eieiei. Also, hat sich ein bisschen was verändert, wie ihr vielleicht seht. Sieht not bad aus. Sieht so recht stabil aus, ja? Ich hab jetzt die ganzen Palmblätter hier angebunden an die eine Seite. Mhm. Hier unten ist es noch etwas lichter, da wo ich eigentlich auch liege. Vielleicht baue ich da gleich nochmal was dran. Und hier habe ich jetzt die ganzen großen Blätter hingelegt und es waren gar nicht so viele Blätter, aber es liegt sich gleich so viel weicher, das ist echt... Also ich glaube, das macht für einen auch so, aus die, dass da so eine Wand jetzt steht, das ist so schutzmäßig, dass man sich sicherer fühlt. Ich fühle mich jetzt schon viel wohler. Ich glaube, das macht schon viel aus. Als letzte Nacht. Also erstens kriege ich den Bogen nicht gespannt, dass das hier gerade ist. Und zweitens biegt er sich halt echt kaum. Ja, ist schwierig bei ihr, glaube ich. Naja, ist schwierig. Da kriegt sie halt keinen Druck hinter, keinen Power hinter, wie Jeremy Fragrance sagen würde vielleicht. Ich glaube, das wird nichts mit dem Bogen so wirklich vielleicht. Das ist der schlechteste Bogen, den ich je in meinem Leben gebaut habe. Ich habe erst einen gebaut. Okay, dann ist das okay. Wenn sie erst einen gebaut hat, ist es okay. Ja, besser als der hier. Aber es hat mich beschäftigt, es hat Spaß gemacht. Immerhin etwas. Oh Gott. Mit dem Bogen habe ich es aufgegeben. Das Holz, ich habe es gerade nochmal versucht, den zu spannen. Das Holz ist einfach viel zu hart. Der biegt sich überhaupt gar nicht. Aber da auch gut, dass sie gesagt hat, okay, das war's jetzt. Ich höre auf. Ich mache was anderes. Nicht. Und ich müsste jetzt eigentlich nochmal neu anfangen einzubauen. Und das packe ich energietechnisch nicht. Das hat mich so schon super viel Energie gekostet. Der Bogen schießt. Wir können das später gleich nochmal zusammen machen. Aber... definitiv nicht so krass, dass er in ein Stück Holz schießt und stecken bleibt. Nee, nee. Ja, deswegen habe ich mir jetzt überlegt, dass ich mir halt die Energie dafür spare. Smart. Und es dabei belasse. Nee, safe. Ich habe gerade hier gelegen und wollte so das Dach noch mal so ein bisschen hochdrücken, weil ich wissen wollte, ob das hier durchrutscht. Und da habe ich mir schon wieder total den Splitter in den Finger gehauen. Oh. Und das tut so weh, weil das genau unter das Nagelbett gerutscht ist. Oh mein Gott, das ist unangenehm vor. Und ich krieg den nicht raus. Oh mein Gott. Das brennt gerade richtig dolle. Oh mein Gott, das stelle ich mir so unangenehm vor. Ich kann den nicht mal richtig sehen. Unterm Nagelbett. Ich hoffe, dass sich das nicht entzündet. Oh.
Das stelle ich mir ganz unangenehm vor, diesen Schmerz. Weil du ja nicht rankommst. Unterm Nagelbett. Das tut ja bei jedem... Das ist halt so krass. Ich sitze jetzt gerade hier und bereite schon mal so ein bisschen das Feuer vor. Und ich habe jetzt schon irgendwie so einen Anschwall von Vermissen. Ja, ich glaube, der zweite Tag bricht die Leute. Kacke. Der zweite Tag bricht die Leute schon. Kacke, Mann. Das tut mir richtig leid, Mann. Fuck. Wie gesagt, also ich sitze hier und frage mich halt, ob es den anderen Teilnehmern irgendwie genauso geht oder ob die das Ding hier volle Kanne einfach so durchziehen. Ich wusste vorher, dass ich wahrscheinlich relativ schnell emotional werde, weil mir ja so Familie, Freunde halt super wichtig sind. Aber dass es jetzt halt so schnell geht, hätte ich nicht gedacht. Man sitzt hier so irgendwie in völligem Dreck, die Haare komplett zerzaust, alles klebt, alles ist nass, alles piekst, es kribbelt überall, der Rücken tut weh. Boah. Ja, Hunger kann ich jetzt nicht sagen. Das geht. Durstig bin ich auch nicht. Man sitzt hier irgendwie vor so einem nicht wirklich gemütlichen Shelter und denkt sich so, warum mache ich das eigentlich? So surreal, glaube ich, ja. Krass, dass diese Gedanken jetzt alle schon kommen. Dass die jetzt am zweiten Tag schon alle kommen, diese Gedanken. Also ist da kein Zufall, dass es jetzt bei Nova und Sabrina so ist. Knossi. Der Knossi, ich freue mich immer. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass die anderen aber mentally durchhalten. Wenn das heute schon Pfeil und Bogen bauen ist, was kommt dann morgen, ne? Für mich ist das schon fast unlösbar. Ich bin da nicht gut in sowas. Bin da einfach nicht gut. Ich meine aber... Oh je, wenn ihr bestimmt die anderen riesengeile Bögen. Guck dir mal das an, was ich gebastelt habe. Ich find's gar nicht kacke bis jetzt. Doppelbogen. Ich find's gar nicht so schlecht irgendwie. Für mich ergibt das halt Sinn. Es muss ja nur im Holz stecken. Das ist das Hauptproblem. Es reicht ja, es muss ja nur ein Meter sein. Es reicht ja auch ein halber, 20 Zentimeter, das reicht ja. Okay. Ihr seht alles, ja? Oh, das sieht aber gut spitz aus. Ich sag immer ihr, Chat, ihr wisst Bescheid. Okay. Wahrscheinlich 30 cm hier. Das kann aber noch. Ach man, okay, ja. 30 cm echt, das wäre alles für mich. Ich glaube, wahrscheinlich ist es sogar mehr. Wahrscheinlich ist es mehr, aber ich würde 30 cm schreiben. Oh, ich würde es ihm so gönnen. Würde. Ich würde es ihm so aber gönnen. So nicht. Ach Knoss, ich würde es ihm so gönnen. Oh, das ist doch kein Bogen, ey. Das ist eine Krankheit. Aber er kriegt auch nicht genug Spannung hinter. Ach Mann, der Arme. Er kriegt Doppelbogen. Auch nicht genug Spannung hinter. Wie sieht das optisch aus? Optisch! Ist das Tribute auf Pandem? Oh, die Musik, bitte. Oh mein Gott. Er hat's geschafft. Ja! Ja! Steckt! Wow, krass! Steckt! Als allererstes hat es Knossi Tribute geschafft. Tribute von Pandem! Wer hätte gedacht, dass Knossi der Erste ist, der den Pfeil stecken bleiben kriegt, Junge? Auch wenn es wirklich, es war lächerlich wenig, sag ich mal jetzt, in Anführungsstrichen lächerlich wenig. Ich will das hier nicht mildern, aber es ist halt echt ganz minimal so. Aber ich bin so stolz auf ihn. Und ey, wir haben gesehen, Sabrina macht es vielleicht gar nicht mehr mit dem Bogen. Das heißt, Knossi hätte dann schon mal 2 Punkte, weil er Vorletzter geworden ist. Nach meiner Rechnung. Entschuldigung fürs Schreien, aber... Krass. Es waren 30 cm, ich schreibe aber 20. Weil ich glaube, dass man es nicht genau sehen kann. Aber ich war ungefähr hier. Ich schreibe aber 20 cm. Auch Ehre. Einfach damit es auch zählt. Knossi macht extra weniger, damit es auf jeden Fall zählt. Das ist meine Challenge gewesen. Geil. Pfeil und Bogen. Ganz ehrlich. Junge, so geil. Dass ich sowas überhaupt hinkriege. Krass. Geil, ich bin so stolz irgendwie. Krass. Ich bin richtig stolz. Jede Challenge annehmen, jede Challenge probieren. Zumindest ein bisschen irgendwie machen. Natürlich. Wird das ganz weit hinten landen, aber... Ein Punkt ist ein Punkt. Safe. Oder 2 Punkte. Vielleicht egal, hat auch jemand gar nichts gemacht oder so. Wichtig ist, anzutreten. Hier steht einfach, das zu messende Kriterium ist die Anzahl der Meter. Ja, ja, klar. Und Meter sind natürlich auch 0,20.
0,20 Meter, ja. 20 Zentimeter, schreibe ich noch dazu, eigentlich 30, aber Toleranz. Naja, da bin ich nicht so, ne? Finde ich gut. Ey, ich bin da so bin gespannt. Ich so. Kriege ja am Ende bestimmt, am Ende der Folge eine Wertung wieder, so wie mit dem Shelterbau. Ich hoffe es zumindest. Und da bin ich sehr gespannt. Ey, eine ausgefüllte Challenge. Das geil. Fühlt sich so geil an. Das ist mentally wichtig Challenge für ihn auch einfach. Gemacht. Geil. Fühlt sich geil an. Ich habe einen Pfeil und Bogen gebaut. Doppelbogen. Ja, muss man Doppelbogen. Auch sagen. Doppelbogen. Das wichtig. Kann man auch gern berücksichtigen. Wird es bei keinem anderen geben. Ich habe Pfeile gebaut, zwei Stück. Und der Pfeil ist stecken geblieben. Egal aus welcher Distanz. Ja, safe. Ich habe es abgemessen. Das Ding, Hindernis ist 1 Meter hoch. Entfernung sind 30 Zentimeter, aber ich mache Toleranz, weil das lineal nach unten geht. 20. Das war meine Challenge. Tag 2. Wie glücklich der Mann ist. Sehr, 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 sehr war so wichtig für ihn. So machen wir jetzt weiter. Ich habe mal gerade drüber nachgedacht. Das Handy, weil Leute meinten, ich mache einen Phantomgriff oder so, man macht dann den hier. Nicht ein einziges Mal überhaupt an mein Handy gedacht. Krass. Überhaupt nicht. Es fühlt sich wirklich wie eine Wohltat an, endlich mal kein Handy zu haben. Also natürlich mit der Familie und mit der Frau und mit dem Kind in Kontakt zu sein, wäre toll. Klar. Aber der ganze andere tägliche Stress, das ist, glaube ich, echt, das ist wirklich. Ich bin so froh. Safe. Nicht immer Mails checken, Instagram, WhatsApp, YouTube-Kommentare checken. Also das könnt ihr vielleicht nicht so super nachvollziehen. Man ist die ganze Zeit drin. Man ist immer drin. Immer, immer, immer irgendwo drin. Immer. Und ich denke jetzt schon, muss man denken. Muss jetzt schon denken. Nach einem Tag, in dem ich hier bin, denke ich jetzt schon, wenn ich wieder zurückkomme, boah, gar keinen Bock auf Handy. Krass. Krass, ja. So geht's mir ungefähr, so geht's mir jetzt nach einem Tag. Ich find's geil. Ich find's einfach geil. Warte ab, bis der Regen kommt. Mal sehen, was noch kommt. Ja. Oh shit, der Regen. Bestimmt passiert noch irgendwas mit meiner Psyche oder irgendwas. Irgendwas wird schon noch passieren. Ich will, dass die Sonne weggeht, dass ich jetzt schwimmen kann. Dass ich jetzt schwimmen kann! Sonne! Junge. So geil, hier kannst du einfach machen, was du willst. Ach schön. Ey, dass es Knossi noch so gut geht, freut mich richtig. Sascha, wie sieht's bei Sascha aus? Komisch, ich dachte mir auf dieser Insel, jetzt 7 Tage, da habe ich ewig viel Zeit. Aber ständig ist es ein Wettkampf gegen die Zeit. Weil da vorne donnert und blitzt schon wieder. Mhm. Wieder keine Ahnung, ob es kommt, aber das weiß man ja nie. Es kann so schnell gehen, dann regnet es in Strömen. Ja, jetzt bin ich hier natürlich die ganze Zeit am Rackern. Ja? Das heißt, oh, die ersten Regentropfen kommen. So, und jetzt im leichten Nieselregen starten wir mit dem Dach. Einfach jetzt mal Grünzeugs okay. Ja, abschneiden, draufhauen. Und schauen, ob es hält. Man muss auch ganz kurz immer noch bedenken, Sascha hat immer nur noch einen Gegenstand, nur die Machete. Er hat noch seine anderen 4 Gegenstände, glaube ich, hat er noch untergebuddelt. Muss man sagen. Hängematte, Wasserfilter, Feuerstab. Ich hole gefühlt den halben Dschungel raus. Ich glaube, die 3. Da hat er 3 Gegenstände noch rumliegen. Sogar eine Plane habe ich am Start. Wobei er ist natürlich komplett durchlöchert, aber trotzdem. Aber Plane ist richtig big. So, da schaut er ganz gut aus. Plane ist richtig big. Ja, wie soll ich ein Dach bauen? Ich bin ja kein Dachdecker, aber ja, da bei den wichtigsten Stellen. Bin ich echt zufrieden. Ich werde die Plane jetzt noch ein bisschen richten. Muss ich sagen, bin ich aber impressed. Aber das Wichtigste. Bin ich sehr impressed. Deckt vielleicht die Plane ab. Ja. Natürlich ist alles voll. Die Plane ist sehr big. Wird sich zeigen. So, das Wetter ist nicht das Beste, aber schaut euch das mal an. Schaut doch gar nicht so schlecht aus, gar nicht die so kacke, Konstruktion ja. Da. Für das, dass da vorher gar nichts da war, bin sehr zufrieden. Ja, safe. Schaut wirklich, bin ich auch sehr zufrieden. Schon ein bisschen so hoch, wo ich das sehen kann. Krass. Zack. Guter so, Shelter, ehrlich. Guter Shelter. Man muss echt sagen, guter Shelter. 2 Kokosnüsse habe ich noch gefunden. Ah, noch ein Ball. Die 2 Kokosnüsse, keine Ahnung, ob die noch was sind, aber da ist noch ganz wenig Wasser drin. Und da, da ist ein bisschen mehr drin. Also könnten noch was sein, die 2 Dinger. Könnten noch was sein. Ich lager sie mal bei mir im Camp. Und Wilson bekommt hier den Ehrenplatz als Bewacher des Camps, als Krokodilfernhalter, was den, auch immer. Den dritten also, Ball. Also, fangen wir auch jetzt mit der Challenge. Baue einen Pfeil und Bogen und schieß. Ah ja, gut, so. Und...
Zack. Fritz Machete could never. Zwei. Unglaublich, echt Wahnsinn. Gut, so, da gehen wir so. Wow. Okay, okay. So, da, ich schau schon mal ganz nice aus da. Ja. Nice. Cool. Echt cool. Krass. Also bis jetzt, wir haben echt, das war jetzt der sechste Bogen, den wir gesehen haben. Bis auf Joris hat jeder einen Bogen. Ein hartes Material, das kommt von diesem Baum hier. Da, dieser Teil schaut gut aus. Ja. Jetzt wird ja auch noch auf ganz entspannt hier der Pfeil gespitzt. Ja, ist eh schon ziemlich spitz. Hinten Einkerbung für die Schnur. Und ja. Dann können wir mal schauen, ob das was wird oder ob das nicht wird oder ob das nichts wird. Ich muss sagen, ich habe das noch nie in meinem Leben gemacht. Es klingt nur so irgendwie logisch für mich. Aber keine Ahnung, ob da jetzt irgendwas fliegt oder nicht fliegt. Jetzt habe ich gerade bemerkt, dass jetzt überall Ameisen da sind. Kacke. Irgendwo in die Blätter werden wahrscheinlich Ameisen gewesen sein. Kacke. Und surprise, surprise, es sind natürlich rote Ameisen. Oh nein, ja, kacke. Also eine hat mir schon. Oh, hat schon ein bisschen Säure abgelassen, sehr schön. Also wenn die Nacht auch kommen, das mache ich dann. Boah, Ameisen in der Nacht, da kribbelt es mich jetzt schon. Runter. Da kribbelt es mich jetzt schon, wenn ich drüber nachdenke. Ey, wo habe ich da mitgemacht und war so, ich Trottel, habe ich alles abgegeben. Ah, ja. Wieder so kurze Schwindelanfälle. Oh shit, nicht gut. Jetzt mal hingelegt, in der Hoffnung, dass es besser wird. Muss besser werden. Keine Frage. Ich frage mich nur, was der Grund ist. Ey, ist so schlecht. Ich hoffe, der Körper kann das Wasser so wie es ist, ohne abgekocht zu sein, ohne Wasserfilter. Kann natürlich alles Mögliche passieren. Irgendwie, ne? Verdauen oder irgendwie aufnehmen. Ah, Scheiße. Und man muss dazu sagen, das, was Sascha sich gebaut hat, das war so viel Kraftanstrengung. Der Mann hat ein riesiges Dach noch gebaut. Das ist gerade ein harter Moment. Boah. Boah, ich hoffe, Sascha kommt wieder zu Kräften. Das sieht gerade echt nicht gut aus, okay. Also, Nova und Sabrina, bisschen mentally gerade angeschlagen. Weiß ich, was die da machen, du, ja? Und Sascha körperlich. Ein Stück von. Oh mein Gott, Digga. Auch hier mit der Kokosnuss. Auch Otto hat die Kokosnüsse hingelegt und das ist geisteskrank. Wie diese Viecher auf die Kokosnüsse abgehen. Der schöne Kokos ist runtergefallen und jetzt. Krass. Machen die Krebse da Party. Digga. Krebse mögen anscheinend Kokos. Aber richtig gerne. Sie jetzt mit mehreren Pfeilen zu starten. 1, 2, 3, 4. Krebse lieben Kokosnüsse scheinbar. Passend. Sind halbwegs leicht. Ungefähr gerade oder auch noch nicht. Boah, ich bin gespannt bei Otto. Damit ich nicht von hinten gegen einen Pfeilen laufen muss. Ich bin sehr gespannt. Ich bin super, super gespannt. So wie der Bogen. Sah gut aus. Sah aber gut aus. Not bad, actually. Ja, die drehen sich halt zu doll. Die drehen sich zu doll in der Luft. Jawohl, das hat Ziel auch noch im Eimer. Dann machen wir mal hier einen Höhlenschuss. Kacke. Vielleicht sollte ich mich ein bisschen damit das akzeptieren, dass es nicht so weit geht. Ja. Und einfach näher dran gehen. Würde ich auch. Hab mal bei Knosse gesehen. Vielleicht ist auch einfach zu viel zu nah. So, 4,30 Otto. 4,30 Meter. Jawohl. Das muss doch drin sein. Das ist ja nichts. Die drehen sich echt. Nicht stecken. Die drehen sich weg kurz vorm so, Aufprall. Richtig ab. Das gibt's doch nicht. Oh. Ja, zählt das? Einer. Zählt wahrscheinlich nicht, oder? Ja. Der Pfeil steckt sehr wahrscheinlich nicht auf mindestens einem Meter Höhe. Ganz genau lässt sich das aber bei keinem Teilnehmer bestimmen. Ah, okay. Deshalb zählen alle Schüsse, solange der Pfeil im Holz steckt. Okay. Finde ich fair. Sehr kulant. Das kann man eben schwer sagen.
weil das kann man so nicht mehr abmessen im Nachhinein der Post-Production, I guess. Finde ich sehr fair. Super fair. So, 94, 5,10 Meter. Probieren wir 5,10 Meter. Oh, der wäre geil. Wäre der aufs Ziel gekommen? Die fliegen doch einfach richtig scheiße. Wäre der aufs Ziel gekommen? Das eben hat die Sonne richtig ordentlich gescheppert. Deswegen habe ich gesagt, alles klar, rein in den Schatten, in meine halbe Hülle. Und habe hier noch ein bisschen was rumgebaut. Und zwar habe ich diese Styropor als Unterlage genommen. Das ist nicht ganz so hart wie das Holz. Weil Bambus ist schon recht hart. Überall bei dem Ganzen. Und das geht tatsächlich sehr gut. Man kann immer ein schönes Spiel spielen, das nennt sich Ist Otto gerade nackt? Ich würde sagen, die Antwort aktuell ja. Ich würde sagen, ja, Otto ist gerade nackt. Was sagt ihr? Natürlich jetzt kein dickes, weiches Bett, aber es geht. Ja. Mal gucken, ob ich da noch weiterbaue. Ansonsten. So, so sieht's aus hier, wenn die Flut da ist. Dann kommt das Wasser sehr, 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 sehr nah an mein kleines Häuschen hier dran. Mhm. Aber nicht schlimm. Denn es war gestern Nacht auch so und davor, dann habe ich gesehen, okay, perfekt. Da muss schon ganz viel passieren. Und ihr seht ja da hinten, dass das Strand gut ist, da oben. Und ungefähr auf der Höhe liege ich hier auch. Und wenn nicht, würde ich in den Wald gehen. Und es ist das erste Mal jetzt, dass es anfängt zu regnen. Also Regenzeit und es regnet, aber viel ist das nicht. Ah, wir können leider nicht unser Spiel auflösen, ob Otto gerade nackt ist. Mich hat es brennend interessiert aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht warum. Joris baut den Bogen noch. Das freut mich sehr für ihn. Digga, das freut mich sehr für Joris. Ah, der sieht nicht gut aus. Oder? Oder? Vielleicht täusche ich mich auch. Weil da kann ich nicht so gut spannen. Ich sitze jetzt noch ein bisschen am Bogen rum und dann geht's direkt auf den Schießstand. Also, ich bin gespannt. Meine Zielscheibe steht, ich habe mich für Styropor und Styropor entschieden. Wahrscheinlich die allerbeste Wahl, die man... Oh nein, Joris. Du musst Holz nehmen. Er hat es nicht gelesen. Er hat es nicht richtig gelesen. Er macht den Chris. Er macht den Chris, Staffel 1. ...man haben kann. Jetzt geht es darum... Alle Schüsse, bei denen der Pfeil in Styropor stecken bleibt, sind ungültig, ja. Die Höhe zu messen. Joris, man! Okay. Oh nein, er macht den Chris jetzt mal als Markierung. Er macht den Staffel 1 Chris. Ich stehe jetzt erstmal hier und schau, ob es klappt. Kacke. Ja, na klar, wird stecken bleiben. Perfekt, so eine Ich frage mich, ob er es noch rausfindet. Ob er noch sehen wird, dass da steht, es muss in einem Holzstück stecken bleiben. Also ob er das noch lesen tatsächlich wird. Nicht gehen. Wie ärgerlich ist das? Fuck! Bin ich dumm? Ich gerade denke ich noch so, bitte jetzt nicht die Schnur durchschneiden und in dem Moment passiert's. Es passiert genau in dem besagten Moment. Ey! Kannst du wieder niemand erzählen, Mann. Okay, neuer Versuch. Ich habe jetzt noch einen Ast gefunden, der ein bisschen biegsamer ist. Der ist mir viel zu biegsam, aber den gleichen Ast in dick gibt es leider nicht. Was soll ich sagen? Bin gerade ein bisschen niedergeschlagen, weil Bogenschießen für mich eigentlich so eine Disziplin war, wo ich dachte, hey. Ich hoffe, ganz ehrlich, also wenn er es noch schafft, einen guten Bogen zu bauen, dass er nicht, also dass er, wenn er jetzt das bei Styropor reinbekommt und so, dass er danach nicht nochmal liest, dass es in Holz rein muss. Das würde ihn so deprimieren. Dann soll er lieber erstmal im Glauben gelassen werden, sag ich mal, dass er gut war, weil das mentally besser für ihn ist. Als wenn er dann auch noch denkt, wenn er was Geiles geschaffen hat, dass er dann irgendwie drei Stunden später liest, dass es eigentlich in Holz sein musste. Klappt super. Genau wie vorher machen. Kacke. Ja. Schade. Aber ich gebe jetzt mein Bestes, dieses Ding hier noch ein bisschen besser zu machen, weil der Bogen dort, egal wie ich den modifiziere, der wirft nicht. Weil er keinerlei Flexibilität hat. Ich gebe jetzt alles. Ich werde jetzt das hier weiterschnitzen, aber nicht viel. 10 Sekunden und dann ist der fertig. Okay, der zweite Bogen steht. Ja, ein bisschen zu dünn, aber ich versuch's jetzt mal. Hauptsache, ich schaff's in der Zeit. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Uhr wir haben und ich weiß nicht, wann die Sonne untergeht. Die Sonne müsste gerade hier stehen. Sobald sie dort ist, geht die Sonne unter. Ich denke also, ich müsste tatsächlich doch noch 2 bis 3 Stunden haben.
Das tut mir so leid mit dem Styropor, Mann. Das war nicht gut. Kleines bisschen nach hinten noch, jetzt dürfte es eigentlich passen. Ja, von dem Ding war es gut, aber der Winkel ist halt immer so eine Sache. Boah, scheiße! Der wäre gut! Ich muss ein bisschen hochziehen. Bisschen hochziehen, mittig passt, hat gerade eben auch gepasst. Ah, zu hoch. Das wird da. Oh. Es tut so weh, das zu sehen, wenn man weiß, dass ich das alles... Ich könnte mal versuchen, den Safen von ein bisschen weiter vorne. Umsonst ist, ich denke, das ist keine schlechte Idee. Das ist quasi umsonst, wenn ich jetzt was einen er jetzt Safe mache, es bringt ihm nichts. Dann kann ich ja erhöhen immer noch. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt mal von hier schieße, Hauptsache ich habe einen Punkt. Ne? Also er hat ja weder das Stück Holz da stehen, noch das Maßband rausgelegt. Er macht ja doppelt falsch sogar. Ich weiß, ich habe nicht null Punkte, besser gesagt. Okay. Kurzer Rekord. Ball steckt. Ich stehe genau parallel zu diesem Ding, minus 1 cm. Das heißt, wir messen jetzt bis zu diesem schwarzen. Das wäre, glaube ich, doppelt ungültig gewesen. Sage ich so, wie es ist. Das heißt, 3 Meter glatt. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt auf 4 Meter. 3 Meter sind für mich erstmal okay. Hauptsache, der Pfeil hat gesteckt. Ich habe es auf Video. Ich habe es als auf Video beweist. Das tut echt weh, das so zu sehen, Mann. Ach Mann, Joris. Ich will aber 5. Eher 6. Das heißt, wir gehen jetzt noch 2 Schritte zurück und gucken, was es gibt. Es hat gerade angefangen zu regnen. Ich muss kurz die Technik abdecken und dann geht's weiter. Es ist so krass. Die ganze Zeit sieht man, es sind keine Regentropfen. Kleine Rückenflossen, die aus dem Wasser kommen. Da ist gerade was gesprungen. Das ist unglaublich krass. Da ist gerade richtig Action im Wasser und das schon die ganze Zeit. Also Schnorcheln wird morgen spannend. Heute Abend ist leider zu spät und zu dunkel. Ich bin echt gespannt. Also ich bin wirklich gespannt, was ich da morgen sehen werde. Der hat gerade einen... POV, du bist Joris und siehst einen Wal. Oh. Spaß, ich mache nur Spaß, ich mag Joris sehr gerne. Fisch tatsächlich... Oha, krass. Okay, sorry, ich nehme alles zurück. Ich gucke genauso. Jetzt hat man es hoffentlich gesehen. Krass. Da war ein Barracuda mit einem anderen Fisch im Maul und der ist 5-mal wie so ein Stein auf dem Wasser aufgedopst. Da hinten wieder. Leider zu weit weg dieses Mal, aber das gerade eben müsste man gesehen haben. Die springen die ganze Zeit aus dem Wasser. Das ist so crazy. Sieht schon cool aus. Ist super cool mit den ganzen Tieren. Überlegt es auch mal wirklich sehen zu können. Das ist schon geil mit den ganzen Tieren. Das ist ganz anderes. Da hinten geht es richtig ab. Ja. Das ist schon cool mit den ganzen Tieren auf jeden Fall. Das sieht für mich sogar fast aus wie ein Hai. Also das gerade eben, man sieht, also, die sind gerade richtig am Jagen alle. Beeindruckend. Absolut beeindruckend. Das Gute an meinem Shelter ist aktuell übrigens, dass meine Matratze in Anführungszeichen komplett nass werden darf. Das ist Fischernetz. Das ist mir egal, ob es nass ist oder nicht. Von daher muss ich mir jetzt noch nicht so die Gedanken machen um die Palmwale. Das kann ich auch heute Abend noch machen. Worüber ich mir jetzt aber Gedanken machen muss, sind die 3 Meter mit dem Bogen. Ich möchte da gerne 5 Meter stehen haben. Du musst dir erstmal nochmal das durchlesen, Joris. Das heißt, ich werde das Ganze jetzt nochmal 2 Meter erweitern und schauen, wie es läuft. Pfeil liegt noch da, Bogen liegt noch da. Ich würde sagen, Abfahrt. Okay. Oh! Der steckt! Der steckt! Der steckt im Holz. Im Holz. Oh, im Holz? Der erste Punkt, das ist ein Punkt. Dann ist, das zählt's doch, oder nicht? Dann müsste es doch rein theoretisch zählen. Ich berühre es nicht, weil ich Schiss habe, dass er abbricht, aber... Geil. Joris wollte das Styropor treffen, hat aber in eine Wurzel geschossen. Versuch gültig. Geil. Ich finde super gut, dass die direkt aufklären. Weil bei der letzten Staffel gab es viele Verwirrungen bei den Challenges oftmals. Geil, dass die direkt Hinweise geben. Per Definition steckt da. Okay, das freut mich sogar. Ach, Joris. Da, hier. Das freut mich das so heißt, viel, der Arme. Wir sind da hinten beim Holz, beim schwarzen Ding. Und zusätzlich kann ich hier nochmal um einiges verlängern. So, müsste genau eine Flucht sein. Ich gehe hier in einer Flucht. Stand wieder parallel, wie immer. 5 Meter. Krass. Ja, 5 Meter glatt. Das sind 5 Meter glatt. Okay. Geil.
Ich bin gerade bei den Palmwedeln. Hier versuche ich ein paar abzuschlagen. Am besten immer diese schönen großen langen. Und ja, das Ganze funktioniert wie folgt. Wir müssen aufpassen, überall Stacheln. Pam pam, schmeiß auf die Seite. Pam pam, auf die Seite schmeißen. Es ist so nervig, die ganze Zeit die Nadeln wegmachen zu müssen. Das Problem ist, sie sind vorne und hinten auf dem Palmwedel drauf. Die auf der oberen Seite, die kann ich nicht entfernen. Das ist nicht möglich ohne weiteres, nicht ohne einen riesen Aufwand. Damit muss ich leben. Die auf der Unterseite, die werden in mein Shelter reinragen. Die bekomme ich nur so. Das ist auch so satisfying, wie ihr die abmacht. Glücklicherweise ist meine Machete unglaubllich scharf. Mach die Nadeln ab. Deswegen geht es ziemlich easy, grob weg alles. Aber diese seitlichen Stacheln, da sind ja immer noch ein Haufen davon, die sind sehr schwer zu entfernen. Da muss ich so ein bisschen anwinkeln. Aber ihr seht's, ich bekomme, wie viel Prozent bekomme ich weg? 70, 60, irgendwie sowas. Auf jeden Fall nicht annähernd genug, um mich da verletzungsfrei durchzubegeben. Das Problem ist jetzt nämlich auch mittlerweile, ich habe komplett aufgeweichte Hände. Das heißt, so ein Stachel, der geht nicht mehr nur so unangenehm in die Haut rein, sondern richtig schön tief. Und die Stacheln haben halt teilweise auch deutlich über 10 cm. Mhm. Das nervt wirklich. Palmwedel, es gibt so schöne Palmen hier, ne? Auf der Insel. Und ich habe wirklich die einzige Art erwischt, die komplett abfuckt. Oh. Okay, wir gehen nochmal zu Fritz. Fritz haben wir auch lange nicht mehr gesehen, diese Folge. Dann gucken wir mal. Und die Folge heißt Fritz ist am Ende. Oder nicht. Vielleicht, weil sein Bogen einfach nicht funktioniert. Vielleicht deswegen. Also, perfekter Treffer in absolutes Weichholz. Mit 4 Spitzen. Ja, aber und es bleibt nicht stecken. Die Spitze ist es für mich auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist doch. Die Spitze ist es für mich nicht, Fritz. Muss ich ehrlich sagen. Was mache ich falsch? Die Spitze ist es nicht für mich, ganz Komm, ehrlich. Wir gehen jetzt mal auf 2 Meter, ist mir jetzt egal. 2 Meter hier. Dass ich wenigstens überhaupt was saven kann. Weil für mich ist es doch so. Guck mal, du hast da so eine dicke Spitze. Das ist jetzt zwar 4 einzelne Spitzen, ja, aber das ist so fett vorne. Das kann für mich da gar nicht richtig rein. Auf also 1 Meter. Wie viel Kraft willst du denn hinter dem Bogen bekommen? Oh ja, jetzt sind die Schuhe wieder nass. Super. Oh, und dann treffe ich nicht aus 2 Metern, Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, das nimmt Fritz echt mit, glaube ich, hier. Mann, wie kann ich das denn nicht treffen auf 2 Meter Entfernung? Jetzt der Pfeil weg da hinten. Der Pfeil war es nicht. Das war viel zu dick oben. Muss dann immer eine Meditationsübung machen. Oh, Schuhe nass komplett. Das war's. Okay, die sind durch. Fuck it. Ist der Pfeil weg, ne? Wo ist mein Pfeil? Ja, der ist jetzt gone. Wo ist mein Pfeil? Der ist gone. Der ist gone. Der ist weg. Pfeil ist weg. Geh ich jetzt rein? Nee. Ist eh nass, komm. Oh nein! Scheiß drauf. Nein! Es ist eh komplett nass. Wo ist mein Pfeil? Der Pfeil war es nicht, Fritz. Pfeil ist einfach weg. Ach man. Oh nein. Aber warum schwimmt der auch nicht oben? Weil es Frischholz ist. Mein Pfeil ist weg. Ich bin komplett im Wasser. Vielleicht finde ich ihn bei Ebbe wieder. Komplett reingeschissen, ey, das gibt's nicht. Ich drehe durch. Krass, was Fritz da so struggelt. Ich merke einfach, hätte ich null jetzt gedacht. Schon, oh, das sieht durch die aus. Feuchtigkeit, ja. Wie alles sich auflöst. Kacke. Hier, oh, oh mein Gott. Oh, oh wow. Nett. Geht die Haut schon ab. Oh, shit. Den hat sich schon Haut bei mir gelöst. Shit, das shit, gibt ja. Richtig schöne Schrumpelfüße. Blasen, oh, Schrumpelfüße, alles auf. Eieiei. Es gibt doch safe irgendeinen Pilz, Alter. Guck mal das an. Oh, ja, das sieht echt nicht gut aus. Hä, ist das nicht? Bleibt der Körper in tropischen Gebieten über lange Zeit feucht, kann es zur sogenannten Dschungelfäule kommen. In fortgeschrittenen Stadien kann diese zu dauerhaften Behinderungen oder zum Tod führen. Junge, wir sind in einer YouTube-Serie. Was ist hier los? Holy shit.
Oh, Dschungelfäule. Da kriege ich Gänsehaut, wenn ich das lese. Sieht aber nicht gut aus hier. Nee. Die Löcher da drin. Nee. Oh, sieht das. Oh. Da kriege ich irgendwie echt Gänsehaut gerade. Boah, das sieht nicht gut aus, Fritz. Ich bin wie immer. Oh, offen und ehrlich mit euch. Ja. Ich habe gerade ein richtiges Down. Das glaube ich dir. Wir haben gerade mal Tag 2, Alter. Krass. Macht mir Angst. Dass es Fritz so mitnimmt. Krass. Sag ich euch ganz ehrlich, das macht mir ein bisschen Angst. So, und ich merke, wie. Ja, nach ein bisschen über 24 Stunden, schätze ich mal. Warte mal, wo ist die Sonne? Da, ja. Ich richtig am Arsch bin. Krass, ja. Körperlich. Plötzlich jetzt. Aber irgendwie auch gerade mental. Irgendwie, ich sag's, ich hasse es gerade. Ich find's nicht geil. Der Sekunde gerade hasse ich's richtig. Boah. Und stell mir die Frage, warum mach ich den Scheiß eigentlich? Tag 2 bei allen nicht so geil. Echt bei allen so mentally ein bisschen angeschlagen auch. Ich glaube, wisst ihr, womit das so ein bisschen zusammenhängt? Dass ich mir das ein bisschen idyllischer vorgestellt habe. Zumindest mein. Safe, ich glaube auch, dass das so ein. Keine Ahnung, so ein Ding war. Dass viele sich das anders vorgestellt haben einfach. Man kann es sich nicht vorstellen, wie es ist. Ein Spot. Ich weiß nicht, wie die Spot der anderen sind, aber irgendwie. Hat man da so. Ein Sandstrand vor Augen, man hat geiles, klares Wasser, in dem man irgendwie freediven kann, Fische sehen kann, jede Menge Kokosnüsse. Ja. Ich glaube, das ist das, was mich gerade so runterzieht, weil das habe ich mir irgendwie gewünscht, das ist das, was ich mir vorgestellt habe, das war meine Erwartungshaltung. Und jetzt realisiere ich irgendwie, dass ich auf irgendeinem Steinabschnitt gefühlt festhänge, weil der Dschungel absolut brutal ist. Umgeben von Müll überall. Und wir sind gerade noch richtig, richtig am Anfang. Das ist echt, Mann. Der zweite Tag ist wirklich hart bei allen. Das hätte ich. Ich hätte Tag 3 hätte ich so gedacht, vielleicht. Aber krass. Sogar bei Fritz so doll. Ich habe da drüben schon angefangen, meinen Shelter zu bauen, so eine erhöhte Plattform. Der sieht auch echt fertig aus, der Mann. Also wirklich, Fritz sieht, ich habe Fritz selten so fertig gesehen. Alter, mich hat's zerrissen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl da stehen drei Stöcker. Aber diese drei Stöcker aus dem Dschungel zu holen, da hochzuklettern, das ist so Weg ein Akt. Frei zu schlagen, zu so kratzen, da reinzupacken, ein kleines Loch zu graben, zu fixieren. Das ist krass, dass man ihn so sieht. Also ich hätte Fritz so Tag 4, 5 vielleicht eingeschätzt. Hölle. Crazy. Wisst ihr, was mir auch gerade nochmal eingefallen ist? Wenn ich zu Hause in meinem normalen Alltag irgendwie einen Tief habe, was ja völlig normal ist, dann habe ich ganz viele Möglichkeiten, mich wieder irgendwie aufzurappeln, zu pushen. Man hat halt sein Umfeld. Safe, man geht noch eine Joggen, man, keine Ahnung, kurz Musik, Abfahrt, duschen gehen, meditieren. Du hast man ganz hat viel. Möglichkeiten, sich bespaßen zu lassen. Ja. Instagram, YouTube, Netflix, TikTok und was nicht alles, so irgendwie sich zu berieseln zu lassen. Man kann mit Freunden schreiben, man kann einen Livestream machen, man sieht den Chat, das ist. Boah, das krass, fehlt ey. Alles, ja. Krass, dass so eine Gedanken tatsächlich jetzt wirklich am zweiten Tag kommen, ey. Aber wirklich, das finde ich so interessant, dass es bei jedem fast so ist. Also wirklich, das finde ich richtig interessant. Das finde ich super interessant. Das irgendwie. Ist heftig. Crazy. Oh Mann, ey. Krass. Was machen wir hier eigentlich gerade? Was machen wir hier? Die Frage stellen sich alle heute. Ah, es ist nicht ohne, ich sag's euch, ganz ehrlich. Das ist Fritz beim zweiten Mal, der Einzige, der es jetzt zum zweiten Mal macht, dass es ihn so mitnimmt. Wenn ich zurückdenke an Schweden, da war irgendwie am ersten Tag, habe ich meine Höhle gehabt, da hatte ich mein Trabberbett, dann brannte das Feuer, ich habe mein Wasser abgekocht. Bup. Aber das war doch nochmal eine andere Nummer. Noch nicht so. Ich bin noch nicht angekommen. Ohne Regen, ohne. Ich weiß auch nicht, ob ich überhaupt ankommen werde, ich sag's euch ganz ehrlich. Ohne nur einen Gegenstand. Krass. Seven vs. Wild Jungle, okay.
Kommt noch, am Ende kommt immer noch ein kleiner Spoiler. Beziehungsweise ein kleiner Hint. Wir sehen tatsächlich vom Bogenschießen noch nicht die Skala. Wir sehen aber, sehen wir noch einen kleinen Hint. Beim letzten Mal gab es immer noch so einen kleinen Hint irgendwie. Am Ende der Folge, hier gibt es keinen Hint. Okay, holy shit. Ey, ich sag's wie es ist, dass so viele gebrochen werden jetzt schon am zweiten Tag, hätte ich nicht gedacht. Ich find's super interessant, dass es vor allen Dingen bei Fritz jetzt schon der Fall ist. Sein Fuß sah gar nicht gut aus, aber es hat ihn auch einfach gebrochen mit dem Bogenschießen, glaube ich. Same bei keine Ahnung, bei Sabrina war das auch nochmal so ein Ding, dass es nicht funktioniert hat, glaube ich. Ich bin gespannt, wie Sascha geht. Sascha, haben wir zuletzt gesehen, Kreislaufprobleme, er liegt da, ihm geht's gar nicht gut. Sabrina geht's auch nicht wirklich gut, mentally nicht so wirklich, Nova geht's mentally nicht gut, Fritz geht's mentally nicht gut. Da, wo es den Leuten aktuell am besten geht, ist fast noch Joris, würde ich sagen, auch wenn der, man hat auch schon gemerkt, seine Toleranzgrenze, bis er sich aufregt, gerade beim Bogenschießen, war ein bisschen kleiner. Knossi geht's ganz okay, würde ich sagen, ja. Seine Wunde hat er nichts zu gesagt. Sabrina hat noch den Splitter im Finger, dürfen wir auch nicht vergessen. Otto geht's relativ gut, auch wenn er keine Kokosnüsse findet, die er nehmen kann. Es ist krass, alle sind am Struggeln irgendwie. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Folge so wird, gerade bei Fritz hätte ich es nicht gedacht. Ich bin richtig, richtig gespannt auf die nächste Folge und da werden wir hoffentlich die Bogenschießergebnisse sehen. Und das war noch nicht die Folge, wo der Regen richtig eingesetzt hat. Es hat bei allen so ein bisschen genieselt, geregnet, auch bei Fritz am Anfang natürlich gerade. Aber die Szene mit Knossi hat noch gefehlt. Der richtige Regen wird wohl scheinbar erst nächste Folge kommen. Ich bin sehr gespannt. Es macht unfassbar Spaß, mit euch zu gucken. Wie gesagt, sorry nochmal für die kleine Verspätung. Und falls ich mich hier noch ein bisschen krank angehört habe oder ein bisschen mehr Wasser getrunken habe als sonst, tut mir leid. Ich habe versucht, auch nicht zu husten oder so. Alles hoffentlich war relativ noch angenehm für euch hier zum Zusehen. Und wir sehen uns auf jeden Fall pünktlich natürlich am Donnerstag mit der nächsten Folge, 18 Uhr bei mir. Und dann logischerweise auch am Samstag zu der nächsten Behind-the-Scenes-Folge von Dave. Und dann auch am Sonntag schon wieder mit der übernächsten Folge Seven Ways Wild. Ich freue mich drauf. Danke, dass ihr alle am Start seid. Habt einen wunderschönen Tag. Bleibt alle so fresh und gut aussehend wie immer, Freunde. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ja, wir sehen uns. Ciao, ciao.